Diesen. Probieren Sie diesen. Wir sehen uns beim Wetter im Ersten um 8 vor 8. Doro, Besuch für dich. Robby! Vorsicht! Wie viele Zöpfe hattest du damals eigentlich? 30, 40? Sah fantastisch aus. Kai, warum können wir nicht vernünftig miteinander reden? Können wir nicht. Was soll das denn darstellen? Jetzt mal ganz brav, Kleiner. Was soll der Quatsch? Oh, ich verstehe. Du bist ein ganz ungezogener kleiner Schlingel. Du möchtest von deiner Herrin bestraft werden. Herrin? Ein ganz böser, ungezogener kleiner Bengel bist du. Und je mehr Widerworte du gibst, desto schlimmer fällt deine Bestrafung auf. Widerworte? Widerworte, ganz genau. Bestrafung? Eben. Bestrafung. Was soll denn die ganze Maskerade? Ich brauche ein Kindermädchen. Also doch die sanfte Tour, hm? Kannst du dich nicht mehr entscheiden? Ich habe weiß Gott Kunden, die können gerade heraus sagen, was sie wollen. Ich suche ein Kindermädchen und von ihren Kunden will ich lieber gar nichts wissen. Willst du mich eigentlich verscheißern? Wir haben doch telefoniert. Ist doch deine Annonce. Lust und Liebe, du liebe J. Alleinstehender, selbstständiger Handwerker sucht einfühlsame Dame. Mit großem Herz für anspruchsvollen kleinen Jungen. Ist doch deine Telefonnummer. Ja, schon, aber ich hätte doch nie so eine Annonce aufgegeben. Hätte, wenn, würde, falls. Meinst du, bist der erste Freier, der Angst vor der eigenen Courage bekommt? Jetzt machen Sie mal einen Punkt. Mach ich sofort, sobald du bezahlt hast. Oh, das ist doch wirklich... Haben wir am Telefon über meine Kohle gesprochen, ja oder nein? Also gut. Des lieben Friedens willen. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Hey, du hast dich verändert. Ach, fällt dir was auf? Ja. Du hast ein neues Oberteil. Danke. Und, was mit dir? Gefällt's dir nicht? An deiner Stelle würde ich mich mal fragen, ob mein Friseur was gegen mich hat. Hör nicht auf ihn, Schatz. Um diese Uhrzeit fällt es selbst einem so fröhlichen und lebensbejahenden Menschen wie deinem Sohn schwer, etwas Positives rauszulassen. Und später auch. Ist aber lieb von dir, dass du dich so verändert hast. Wäre aber nicht nötig gewesen, ich bin dir auch so verfallen. Das hat auch gar nichts mit dir zu tun. Sondern mit wem dann? Ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Das ist dir gelungen. Und außerdem ist Frühling. Mmh. Wem sagst du das? Bitte. Leute, euer Telefon klingelt. Kruse? Ah, Herr Aigner. Nein, 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 ich habe die Musikinstallation nicht vergessen. Moment. Du, der will heute Abend vorbeikommen. Was soll ich denn jetzt sagen?
Klasse, ich kann ja wohl schlecht einen Rückzieher machen. Hören Sie. Ja, das wird heute Abend, ist okay. Immer noch traurig? Ach Quatsch, wieso? Du musst diesen blöden Charlie ganz schnell vergessen. Meinst du? Ja. Wenn ich für immer bei dir bleiben könnte, würde ich dich beschützen. Dann bräuchtest du keinen blöden Freund mehr. Gut, dann checken wir jetzt mal, ob du alles dabei hast, okay? Monatskarte? Ja. Geld? Ja. Zeichenblock und Buntstifte? Ja. Habe ich noch was vergessen? Ne. Na, dann können wir ja. Ja. Wenn du 18 bist, kann ich dafür immer zu dir ziehen? Ja. Wenn du 18 bist, dann ziehst du zu mir. Dann kann ich endlich die Vormundschaft beantragen. Hier und morgen? Ja, ich rufe heute noch Frau Ögern an. Dann treffe ich mich mit ihr und sie sagt mir dann genau, was ich tun soll. Kann ich dann nicht mitkommen? Das geht vielleicht schneller. Nee, nee. Es dauert ja noch ein paar Wochen, bis ich 18 bin. Aber danke fürs Angebot. Bitte. Weißt du, Robby, jetzt haben wir schon die ganze Zeit durchgehalten. Jetzt werden wir den Rest auch noch schaffen, okay? Okay. Großer Bruder. Ja, Olli, wenn ich dir doch sage, die Annonce ist unter die falsche Rubrik gerutscht. Ja, hör auf, so blöd zu lachen. Kannst du dir vorstellen, was für Spezialistinnen auftauchen, wenn du in der Rubrik Lust und Liebe ein einfühlsames Kindermädchen suchst? Was heißt hier ältestes Gewerbe der Welt? Ja, blöderweise habe ich noch mehr Termine mit diesen Damen ausgemacht. Ich kann sie noch nicht zurückrufen. Die haben mir natürlich nicht ihre Nummer gegeben. Sorry, sorry, ich geb dir gleich sorry. Ach, hör doch ab. Hörst du das? Da kommt schon die nächste. Wir sprechen uns noch. Ja? Guten Morgen, wir hatten telefoniert. Ja, morgen. Darf ich? Ja, dann kommen Sie fix rein. Ich heiße Eun-hee Kim, aber Sie können ruhig Kim sagen. Das machen alle so, ist einfacher. Ich komme wegen der Anzeige. Oh, ist der süß. Ja. Ja, natürlich ist er das. Sagen Sie mal. Mhm. Sie sind doch noch so jung. Ach, das spielt doch keine Rolle. Dafür bin ich echt begabt. Ja, das glaube ich Ihnen ja, aber Sie haben doch noch das ganze Leben vor sich. Da könnten Sie doch was anderes machen. Klar könnte ich das, aber das würde mir nicht denselben Spaß machen. Na, und wenn Sie sich anstecken mit irgendwas? Anstecken? Och, davor habe ich keine Angst. Man kann ja auch vorsichtig sein. Naja, ich weiß es ja nicht, aber ich fände es besser, wenn Sie was Vernünftiges machen. Gehen Sie doch in die Gastronomie oder ins Fitnessstudio. Fitnessstudio vielleicht. Immerhin ist Taekwondo auch eine Spezialität von mir. Ah, Taekwondo nennen Sie das. Naja, also bevor Sie mir jetzt noch mehr von Ihren fernöstlichen Sauereien erzählen, möchte ich Sie bitten zu gehen. Wie bitte? Ja, Sie haben mich ganz richtig verstanden. Ich habe keinen Bedarf, bitte. Also hören Sie mal, das ist mir ja noch nie passiert. Ja, das glaube ich Ihnen, leider. Schönen Tag noch. Also, Ihr Kleiner tut mir leid. Das ist nicht zu fassen. Hallo. Du siehst super aus. Und dein Haar toll. Glaub ja nicht, dass ich meine Frisur wegen dir geändert habe. Du siehst wirklich super aus. So schön wie früher. Die Zöpfe trage ich öfter. Auch schon bevor wir uns wieder getroffen haben. Sicher. Was immer du sagst.
Willst du dich nicht setzen? Oh, ups. Ich hab gar keinen Stuhl. Ich kann dir mein Bett anbieten oder die Kiste hier. Ich nehme die Kiste. Wie du meinst. Was kann ich sonst noch für dich tun? Ich wollte mit dir reden wegen heute Abend. Was hat denn das mit dir zu tun? Mir geht es um ein Kunstprojekt. Ich will mit Matthias reden. Erzähl mir lieber was von dir. Ich weiß so wenig von dir. Du weißt genug von mir. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du dich heute Abend ausschließlich auf das Projekt konzentrieren könntest. Es gibt keine Zufälle. Denkst du noch daran, wie oft wir uns dazu geliebt haben? War wirklich eine gute Idee von dir. Manchmal ist mein Job doch ziemlich aufreibend. Das kann ich mir gut vorstellen. Nicht alle Klienten sind so kooperativ wie du und dein Bruder. Danke. Ich hab zu danken. Und wie läuft's so? In der Schule zum Beispiel? Ist alles okay? Also, was gibt's? Hoffentlich keine Probleme? Nee, eigentlich nicht. Ich wollte bloß fragen, wie es denn nun weitergeht mit dem Antrag auf die Vormundschaft. Ich werde mich auf jeden Fall dafür einsetzen, dass du einen Antrag stellen kannst. Und auch durchbekommst. Echt? Das ist ja super. Ich habe gesehen, dass du dich wirklich vorbildlich um Robbie gekümmert hast. Du bist seine nächste Verwandte und eigentlich auch seine einzige. Eigentlich ja. Von eurer Mutter habt ihr nichts mehr gehört? Nein. Seit 5 Jahren nicht mehr. Neue Meldeadressen liegen auch nicht vor. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie eindeutig alkoholkrank und arbeitslos. Stimmt alles. Und wenn eure Mutter noch weiter abgestürzt ist, was ich selbstverständlich nicht hoffe, dann weiß ich auch nicht. Dann sieht's also gut aus. Wie es aussieht, ja. Du hast alle Chancen, die du dir nur wünschen kannst. Und neben deinem Einsatz für deinen Bruder und der Schule, wie geht's dir so? Ist soweit alles okay. Doch. Und das Gesundheitszeugnis hast du auch schon? Klar, gehört doch zum Job. Und wie sieht's mit deiner Zeit aus? Geht's morgen schon? Morgen habe ich Zeit. Cool. Also wir werden sehen. Wenn wir uns gut verstehen, dann kann ich mir das auch auf einer regelmäßigen Basis vorstellen. Ja, du wirst nicht enttäuscht sein. Na, warte ab. Und ziemlich anspruchsvoll. Naja. Wie lange bist du schon im Marienhof? Ich hab dich ja noch nie gesehen. Noch nicht lange, erst 2 Tage. Zum Glück habe ich eine billige Wohnung gefunden. Aber ich kenne halt noch niemanden hier. What's up? Mit dem Job hier wirst du ziemlich schnell viele Leute kennenlernen. Das ist kein Problem. Apropos, wo kann man denn hier abends hingehen? Es gibt das Foxy. Das ist so die Stammdiskothek vom Viertel. Was hältst du davon, wenn du mir dieses Foxy heute Abend zeigst? Du verlierst ja wirklich keine Zeit. Ja, okay. Heute Abend im Foxy. Okay, du hast ja meine Nummer. Ja. Bis heute Abend. Bis heute Abend. Regina,
Wegen meiner Verabredung mit Matthias heute Abend. Das überlasse ich dir. Was meinst du? Na, entscheide du. Ich werde tun, was du verlangst. Meinetwegen muss ich heute Abend nicht zu euch kommen. Ich müsste Matthias nur einen vernünftigen Grund nennen. Ein Grund, weswegen du nicht kommst? Ja. Wenn ich einfach so wegbleibe, wird er vielleicht misstrauisch. Ich meine, kommt auf falsche Gedanken. Vielleicht. Jedenfalls wollte ich dir mit meinem Besuch keine Probleme machen. Probleme? Naja, heute Morgen hast du einen ziemlich verwirrten Eindruck auf mich gemacht. Sorry, das war nicht meine Absicht. Ich wollte dich nicht durcheinander bringen. Durcheinander bringen? Davon kann gar keine Rede sein. Ich habe damit kein Problem. Tja, also für deine Ecke brauchen wir mindestens 5 Poster. Was nehmen wir da? Keine blöden Bands. Noch keine Weiber. Keine Angst. So, was hältst du hiervon? Ist okay. Und hiervon? Auch gut, Logo. Da will ich jemand sprechen. Frau Ögang? Nee, von ein bisschen weiter weg. Ja, hallo? Hi, hier ist Charlie. Sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber ich wollte erklären... Sag mal, hast du sie noch alle? Was bildest du dir eigentlich ein? Hör mal, Doro, lass mich doch... Hey, halt die Klappe, okay? Es ist mir scheißegal, was du dir wieder für Lügen ausdenkst. Aber tu mir bitte einen Gefallen, lass dich hier nie wieder blicken, nie wieder. Nicht in diesem Jahrtausend und nicht im nächsten. Hallo? Ist zwar ein Arbeitstreffen, aber das muss man ja nicht so eng sehen. Danke. Ich habe natürlich auch die Skizzen für die Metallinstallation dabei. Ja, dann. Ich habe mir gedacht, dass wir nach einer Musik suchen sollten, die dem Projekt etwas Dekonstruktivistisches geben könnte. Bitte? Naja, etwas, um das Material und das Medium auf sich selbst zurückzuwerfen. Eine selbstreferenzielle Negation, sozusagen. Sozusagen. Also in Ihrem Fall wäre das eine Mischung aus Speed Metal und Blechbläsern, wenn es das gäbe. Gar nicht blöd. Ich sehe schon, wir werden uns gut ergänzen. Ja, dann sollten wir anfangen. Lasst euch durch mich nicht stören, ich muss noch was erledigen. Echt? Schade. Viel Erfolg. Danke. Jawohl, Bargeld lacht. Geiles Gefühl, so stinkreich zu sein. So, Robby, es wird Zeit für dich. Du gehst jetzt ab ins Bett. Ach nö, noch eine Runde. Spieler mit Ehrgeiz und Freude an der Sache, das lobe ich mir. Ich teile noch mal aus, ne? Sven, es reicht jetzt, ja? Ich bring dich jetzt ins Bett. Und dann erzähle ich dir noch eine Geschichte, okay? Ach, Manu, ist ja schlimmer als im Heim. Hey, hey, hey. Nacht. Gute Nacht. Nacht. Schön, dass du Robby hast. Die Sache mit Charlie setzt dir richtig zu. Wieso? Charlie hat heute Morgen angerufen. Es war ein ziemlich kurzes Gespräch. Ich habe nur gehört, wie sie ihn zu Sau gemacht hat. Danach war sie selber richtig fertig. Also ist es ihr mit Charlie doch ziemlich ernst gewesen. Denke schon. Wenn sie Robby jetzt nicht hätte. Schon schön mit den beiden, oder? Was die mitgemacht haben, sowas schweißt zusammen. Unter normalen Umständen würden sich Geschwister nie so nahe kommen. Du musst dir mal vorstellen, die Mutter hat sich nie um die beiden gekümmert. Doro hat ja nicht viel erzählt, aber das bisschen, was sie rausgelassen hat, hat schon gereicht.
Das muss der Horror gewesen sein. Echt schlimm sowas. Tagelang war sie einfach nicht da. Und wenn sie dann mal völlig besoffen nach Hause kam, hat sie meistens irgendeinen Kerl im Schlepptau gehabt. Wenn Doro sich nicht so früh um Robbie gekümmert hätte, wer weiß, was aus ihm geworden wäre. Und Doro? Ohne Robbie wäre es bei ihr auch anders gelaufen. Okay, also ich glaube, hier können wir vergessen. Trotzdem eine ganz beeindruckende Sammlung, die Sie da haben. Danke. Nee, ich habe zu danken. Eine gute Zusammenarbeit. Oh, hallo. Na, alles erledigt? Mhm. Und bei euch? Ganz okay. Habt ihr was gefunden? Mhm, ich denke schon. Warte, ich spiel's dir mal vor. Ups, der ging nochmal, daneben. Nochmal. Oh. Oh. Sieht so aus, als hättest du mit Robbie noch eine Runde Privatmonopoly spielen müssen. Ganz genau, Gameboy. Und dann wollte er mir unbedingt noch eine Geschichte erzählen. Ich dachte, das wolltest du übernehmen. Es wäre auch besser gewesen. Jetzt bin ich nämlich fast eingeschlafen. Oh je. Doro, du weißt hoffentlich, dass sich die ganze WG freuen würde, wenn Robbie hier bleiben könnte. Mhm. Echt, sehr lieb von euch. Nachdem was Frau Oegern gesagt hat, könnte es sogar klappen. Mhm. Dann hätte Robbie endlich wieder eine richtige Familie. Und wir unsere erste WG, Mami. Oh, ich gehe schon. Okay, nochmal. Yeah. Mama. Riesenschock für Doro. Ihre Mutter ist wieder aufgetaucht. Was will sie? Im nächsten Marienhof. Die Originalhörspiele zur TV-Serie. Jetzt überall im Handel. Es wird viel passieren.